Heute besprechen wir eine produktive Nachmittagroutine für die Oberstufe. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Ich habe ja bereits 2 Videos zu verschiedenen Routinen in der Oberstufe oder allgemein in der Schule gemacht und ihr habt diese Videos sehr krass gefallen, habt euch auch weitere Videos gewünscht, wie beispielsweise eine Nachmittagsroutine. Deswegen kommt die jetzt und dabei verschwenden wir keine Zeit. Um das so mal allgemein für alle durchzugehen, nehmen wir jetzt einfach mal einen normalen Schultag an, wo du keinen Nachmittagunterricht hast. Und wir sagen jetzt einfach mal, du kommst um 14 Uhr heim. Ich weiß, manche kommen schon um 13.10 Uhr heim, weil sie direkt neben der Schule wohnen und andere müssen bis ins letzte Bauernkampf noch 2 Stunden mit dem Bus fahren. Sorry an euch Leute, ich glaube, das muss echt scheiße nervig sein. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wen das betrifft. Aber ich will jetzt einfach mal sagen, wir kommen um 14 Uhr nach Hause. Und da würde ich euch im allerersten Mal wirklich empfehlen, lasst einfach mal los. Also schmeißt wirklich den, keine Ahnung, die Schultasche in die Ecke. Habt Spaß, geht an euer Handy, wenn ihr wollt. Wobei ich euch das nicht mal krass empfehlen würde, außer ihr wollt unbedingt. Aber ich würde euch echt empfehlen, hört Musik, singt, geht an die frische Luft, bewegt euch. Einfach all die Sachen, die ihr in der Schule nicht machen könnt. Also ich würde wirklich einfach versuchen, euch in einen möglichst positiven State reinzubekommen. Und das geht natürlich vor allem auch über Bewegung. Weil in der Schule, wir hocken ja dann da und dann, okay, ja, du bist ganz konzentriert und dann vielleicht eine Busfahrt nach Hause und du bist so, deswegen auch mega geil, wenn du mit dem Fahrrad nach Hause fahrt. Versucht da einfach wieder ein bisschen so zu refreshen. Das ist in meinen Augen das Allerwichtigste, was ihr unmittelbar nach der Schule machen könnt. Dann im Anschluss würde ich euch empfehlen, so vielleicht gegen 14.30 Uhr, hängt vielleicht auch davon ab, wann eure Familie so Mittag ist. Ich denke, das ist ein relativ gutes Beispiel, dass man so um 14.30 Uhr isst. Dazu gibt es nicht viel zu sagen, aber was ich euch da empfehlen würde, ist vielleicht so 5-10 Minuten, bevor das Essen dann auch wirklich losgeht, selbst nochmal den Schultag zu reflektieren. Das habe ich ja bereits in dem Meditationsvideo für die Oberstufe gesagt, was ihr hier oben im i findet, gesagt, dass ich es extrem wichtig empfinde, einfach nach jedem Schultag den nochmal Revue passieren zu lassen, sowohl zu schauen, hey, was ist heute alles passiert, um dir die Sachen, die du neu gelernt hast, auch wirklich besser zu merken, als auch selbst kurz darüber reflektieren, was habe ich gut gemacht, was will ich besser machen. Ihr könnt es entweder so ein bisschen im Meditationsstil machen oder ihr könnt wirklich euch einfach ein Blatt Papier nehmen und euch das da einfach wieder aufschreiben. Dann könnt ihr auch immer wieder verfolgen, oh wow, das habe ich damals falsch gemacht, das mache ich jetzt besser und euren ganzen Entwicklungsprozess eigentlich auch von der Performance in der Schule selbst nach und nach wieder miterleben. Dann würde ich euch so gegen 15 Uhr sagen, wir mal, ihr braucht eine halbe Stunde zum Essen. Manche sagen so, was? Ich brauche noch eine Stunde zum Essen. Aber sagen wir einfach mal eine halbe Stunde, okay, dann ist es 15 Uhr. Und da würde ich euch dann wirklich empfehlen, direkt nach dem Essen eure Hauptlerneinheit zu machen. Ich würde in dieser Hauptlerneinheit die wirklich auch einfach so lange zu machen, wie sie eben braucht. Und in dieser Hauptlerneinheit würde ich euch es zuallererst mal sofort zur Gewohnheit machen, das Handy einfach im Essenstisch liegen zu lassen. Ihr könnt sie vielleicht sogar, wenn ihr Hardcore seid, das euren Eltern geben oder keine Ahnung was. Aber versucht es wirklich zur Gewohnheit werden zu lassen. Okay, Essen, fertig, ich setze mich an meine Hausaufgaben. Das ist so entscheidend. Und in dieser Hauptlerneinheit würde ich euch dann eben 2 Sachen empfehlen zu machen. Und zwar zum einen eben die Hausaufgaben und zum anderen für Klausuren zu lernen. Weil nach der Schule, wenn ihr da eine kurze Pause hattet, ihr habt kurz reflektiert, habt gegessen, wenn ihr euch dann hinsetzt und es auch eine krasse Gewohnheit von euch wird, dann ist es die Phase, wo ihr am Nachmittag noch am allermeisten in der Regel lernen könnt. Auch hängt wieder von euch, von eurem jeweiligen Typ ab, aber in der Regel ist es so, da bist du noch am frischesten und so weiter. Und wenn es gegen Abend geht, fällt es den meisten wesentlich schwieriger. Deswegen würde ich da die Hausaufgaben machen, weil ihr zum einen das, was ihr in der Schule neu gelernt habt, sofort in die Praxis umsetzt, was, um das Ganze wirklich zu verankern, sehr, sehr wichtig ist. Und gleichzeitig sind natürlich eure Klausuren vom Lernen her super, super wichtig, dass ihr da den vollen Fokus drauf habt, weil oft einfach der Stoff wesentlich anspruchsvoller ist. Das heißt, da würde ich euch empfehlen, macht diese 2 Sachen und die würde ich auch wirklich fast am Stück machen. Wenn ihr merkt, es ist wirklich zu heftig am Stück, dann macht keine Pausen. Aber ich beispielsweise halte von dieser Pomodoro-Technik nicht so viel, einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass Flow viel, viel geiler ist, als sich das Ganze wieder so zu unterstücken. Das ist vielleicht wesentlich einfacher zu lernen, man ist nicht so schnell abgelenkt, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man es wirklich zur Gewohnheit macht, von 14 bis 16 Uhr oder was auch immer zu lernen, dass man das dann auch irgendwann durchziehen kann. Wenn du wirklich merkst, ey, es ist too much, dann setz dich einfach hin und entspann dich. Das habe ich auch genauer erklärt im Video, wie man sich lange konzentrieren kann. Auch das findet ihr hier oben in der Ecke im i, könnt ihr euch auch direkt nach diesem Video noch anschauen. Und was ich euch für diese Lerneinheit, für eure absolute Hauptlerneinheit empfehlen würde. Bevor ihr mit allem anfangt, macht euch in den ersten 5 bis 10, 15 Minuten erstmal einen Plan und schreibt euch auf, okay, was will ich wie wann machen. Checkt euer Hausaufgabenheft,
eure App vielleicht, wo ihr euch das Ganze aufschreibt. Und dann überlegt euch wirklich, okay, was will ich wann machen? Und seid da auch strategisch. Das bedeutet, macht ihr einfach die Sachen so in der Reihenfolge, wie es euch irgendwie der Lehrer gesagt hat oder nach der Reihenfolge, wie ihr die Stunden hattet, sondern überlegt euch wirklich, wie ist es für mich sinnvoll? Die einen gehen vielleicht voll nach dieser Eat That Frog Methode. Das bedeutet, sie machen gleich als allererstes die Sache, die ihnen am allerschwersten fällt und wissen dann, okay, dann wird es nur leichter. Bei anderen ist es vielleicht auch so, ey, ich brauche erstmal irgendwas, woran ich Spaß habe, um überhaupt positiv in diese Hauptlerneinheit reinzukommen, machen erst das Allereinfachste und dann vielleicht anspruchsvollere Sachen und dann zum Ende in eher nochmal mittlere Dinge. Dann ist natürlich die Frage, wann ist das für euch rum, diese Hauptlerneinheit, ist wahrscheinlich ziemlich unterschiedlich. Ich habe jetzt mal durchschnittlich 17.30 Uhr gesagt. Das kann natürlich auch sein, dass du einfach mal weniger als eine Stunde da am Schreibtisch sitzen musst. Kann natürlich auch sein, dass es mal länger ist, wenn es eine extrem intensive Klausurenphase beispielsweise ist. Aber auch da würde ich euch vielleicht, was ihr da vielleicht machen könnt, ist, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, beispielsweise, dass ihr dadurch, dass ihr dienstags immer Nachmittag habt, ihr dienstags fast nichts aufbekommt oder weniger, wenn es eure Lehrer wirklich noch berücksichtigen, was ja eher die Seltenheit in der Oberstufe ist, und du dann beispielsweise deswegen immer mittwochs relativ wenig Hausaufgaben aufhast, weil du da noch, keine Ahnung, Doppelstunde Kunst und Doppelstunde Sport drin hast, dann kannst du dir natürlich auch überlegen, hey, ich ziehe ein paar Hausaufgaben, die ich eigentlich Dienstag machen müsste, auf Mittwoch oder so, weil du da dadurch das Ganze ausgleichst. Das heißt, da macht es vielleicht Sinn, nicht immer sofort alle Hausaufgaben zu machen, sondern das auch im Prinzip über den Wochenverlauf so aufzuteilen, erfahrungsgemäß, dass du in der Regel immer zu einem etwa, in etwas, natürlich sehr schwierig, aber in etwa ähnlichen Zeitpunkt fertig wirst, dass auch dein Körper sich einfach dran gewohnt, nur eine bestimmte Zeit an diesem Schreibtisch zu sitzen, weil dann kann es auch nur richtig geil zur Gewohnheit werden. Deswegen habe ich jetzt mal allgemein 17.30 Uhr gesagt, und wenn ihr das habt, dann ist natürlich logisch, macht euren Sport, wenn ihr Sport macht, was ich euch natürlich extrem empfehlen würde. Geht anderen Hobbys nach. Freunde treffen ist da vielleicht schwierig und ich würde euch, keine Ahnung, da ist jeder auch anders, aber ich denke, es ist, wenn ihr ein hohes, ambitioniertes Ziel in der Schule habt oder in der Oberstufe, dann ist es, denke ich, normal, dass man da relativ wenig Zeit hat. Und deswegen würde ich in der Oberstufe sagen, Freitag, Samstag, Sonntag kann man sich mit Freunden treffen, Montag bis Donnerstag ist eher schwierig, da sollte man sich vielleicht wirklich auf die Schule konzentrieren. Und das sollte da auch normal für einen sein. Also ich bin nicht so der Riesenfan davon zu sagen, ah ja, okay, ich will zwar in der Oberstufe mega krasse Noten schreiben, aber ich will auch noch mega viel Freizeit haben. So, Freizeit ist schon wichtig, habt ihr dann auch vielleicht 2-2,5 Stunden, aber es muss auch in Ordnung für einen sein, dass 4 Tage in der Woche, wenn du wirklich einen richtig geilen Abischnitt haben willst, dass das einfach kürzer ausfällt. Ja, du bist nicht umsonst ein Abiturathlet. Da ist man halt einfach viel beschäftigt und das ist, denke ich, auch vollkommen in Ordnung, aber wirklich nutzt dann dementsprechend auch diese Zeit, die ihr dann danach habt, wirklich auch gut. Ich denke, da kann man Sport machen und was weiß ich alles und schätzt diese Zeit auch, weil es natürlich gerade in der Oberstufe oder auch wenn es einmal in Klausurenphasen und so weiter geht, sehr, 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 sehr knapp. Und dann würde ich euch noch vielleicht gegen 19 Uhr, 19.30 Uhr, 20 Uhr, wie auch immer, nochmal empfehlen, einfach abends eine kleine Lernsession zu machen. Macht da keine Hausaufgaben mehr, lernt auch nicht mehr groß für Klausuren, könnt ihr vielleicht auch machen, wenn es wirklich nötig ist oder ihr sie am nächsten Tag schon habt. Aber da würde ich euch an dieser Abend, in dieser kleinen Abendlerneinheit, würde ich euch vor allem empfehlen, einfach euch nur nochmal auf die nächste Stunde vorzubereiten. Also einfach, dass ihr für Ausfragen ready seid, dass ihr gut im Unterricht mitmachen könnt und so weiter. Das würde ich einfach nur so ein kleines Element einschieben, weil es ist nicht so wichtig am Abend, kann man sich vielleicht nicht mehr so gut konzentrieren, aber trotzdem bist du von der Freizeit, die du davor hattest, wieder ein bisschen refreshed und kannst dich da zumindest nochmal vielleicht eine Stunde drauf fokussieren. Und wenn du das alles machst, bist du halt wirklich sehr gut am Starten. Deswegen lass das Ganze zur Routine werden. Für manche ist vielleicht, boah, Alter, alle Hausaufgaben am Stück machen und so weiter. Aber ich sag's euch, wenn ihr mal in diesen Flow kommt, wenn ihr in diesen Rhythmus kommt, wenn es wirklich zur Gewohnheit, zur Routine wird, dann wird euch das sehr, sehr leicht fallen. Es wird einfach viel mehr Spaß machen, weil ihr wisst ganz genau, okay, bam, nach dem Essen, ich setze mich an meine Hausaufgaben, ziehe die durch und je schneller ich die fertig habe, sollte natürlich die Qualität nicht drunter leiden, desto mehr Freizeit habe ich dann auch. Und das ist natürlich ein mega, mega geiler Ansporn auch. Und wie es dann an dem Tag meiner Meinung nach weitergehen sollte oder was ich euch empfehlen würde, kann ich gerne noch in einem extra Video machen. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Video zur Abendroutine für die Oberstufe haben wollt. Dann kann ich das auch sehr, 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 sehr gerne machen. Ansonsten, denkt an eine Sache. Ich glaube immer an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.